Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass es diese moderne Technik gibt, die es uns ermöglicht, Gottes Wort zu hören, ihn zu loben und zu danken und ihn um Hilfe zu bitten. Niemand weiß, wie lange das so sein wird, dass wir nicht in diesem Raum zusammen sein können. Aber für den Heiligen Geist gibt es ja bekanntlich keine Grenzen und Mauern. Davon haben wir in der Vergangenheit gesprochen. Jetzt, heute, dürfen wir erfahren, wie weit unser Vertrauen trägt. In Gottes Geist sind wir miteinander verbunden. Und wie schön wäre es, wieder hier gemeinsam in diesem Raum zu sein. Letare, auf Deutsch sich freuen, so heißt der heutige Sonntag. Aus dem Dunkel der Passionszeit kommt diese Freude von Ostern her. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Ich für meinen Teil habe mir fest vorgenommen, nicht zu resignieren, sondern jeden Tag im Vertrauen auf Gott zu leben. Ich freue mich, dass Hannah und Sarah Blomendahl zusammen mit Simon Wiggers sich bereit erklärt haben, diesen Gottesdienst musikalisch zu begleiten. Beginnen wir mit einem stillen Gebet. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Vor Gott bekennen wir unsere Schuld. Wer von uns kennt den Weg, der vor ihm liegt? Wer weiß schon, was ihn und uns erwartet an der nächsten Biegung? Wie viel Kraft und Ausdauer nötig sein werden, um weiterzugehen auf dem Weg des Lebens? Gott, unser Vater, heute kommen wir mit ganz schön viel Gepäck, das wir mit uns tragen. Dieses Gepäck tragen wir gemeinsam, und doch auch jeder für sich, jeder allein. Und dann die Angst, banges Fragen. Worauf ist noch Verlass? Jedes Tun und Unterlassen hat Folgen. Das spüren wir in diesen Tagen überdeutlich. So schauen wir in diesen Tagen nicht auf uns, auch nicht auf unser Versagen, sondern freuen uns, dass wir aus der Quelle des Lebens schöpfen können. Der dich kennt, Gott, ist gut dran. Der wird nicht aufhören, dich zu loben. Amen. Als Weisung lese ich uns 1. Johannes 4, 7 bis 11. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben.
bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist. Gott, was für ein Glück, dass wir dich kennen, dass wir durch die Bibel von dir erfahren. Du bist kein namenloses Etwas für uns. In Jesus Christus zeigst du dich auf unverwechselbare Weise. Wir vertrauen auf deine Liebe, weil Jesus auf diese Liebe vertraute. Wir hoffen auf dein Reich, weil Jesus von deinem Reich erzählte und dafür den Weg ans Kreuz gegangen ist. Mit allem, was in uns ist, strecken wir uns zu dir aus. Wie wunderbar, dass wir auch in diesen Zeiten uns von dir getragen wissen. Amen. Ich lese uns Lukas 18, 1 bis 7. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollen. Deshalb erzählt er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte: Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht daran kümmern. Doch dann sagte er sich: Ich habe keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht. Aber diese Witwe ist mir lästig, deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort: Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Niemand ist da, der mir die Hände reicht. Keinen Tag.
lese ich uns 1. Mose 32 ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Knuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er Knuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Klug, gewitzt, schlau, so hätte Jakob sich wohl selbst beschrieben. Ein Betrüger nannten ihn alle, die er übers Ohr gehauen hatte. Und die Liste der Betrogenen wurde im Laufe seines Lebens immer länger. Jetzt kann Jakob nicht mehr weiter. Er hat sich in eine Sackgasse manövriert. Alle Klugheit hilft ihm jetzt nicht mehr. Liebe Gemeinde, ich erinnerte mich in den letzten Tagen an diese Geschichte. Wir leben in einer hochvernetzten Welt. Wertpapierhändler und Wertpapierhändler mit Unsummen an Geld jonglieren. Und wir als Laien und nicht nur als Laien durchschauen das schon lange nicht mehr. Aber bisher hat es ja irgendwie funktioniert. Jetzt führt offensichtlich ein Virus alles an seine Grenzen. Haben wir uns verrannt? Haben wir uns am Ende selbst verrechnet und selbst betrogen, weil wir glauben wollten, irgendwie geht es immer weiter und wir haben alles im Griff? Während ich dies sage, weiß ich nicht, wie die Welt in 2 oder 3 Tagen aussehen wird. Große Unsicherheit, ein komisches Gefühl im Bauch. Soll ich mich eigentlich ständig informieren oder führt das nur dazu, dass ich immer unruhiger werde? Ich ringe mit meinen Emotionen und möchte gerne einen klaren Kopf behalten. Wo ist ein Ausweg zu finden? Spaltfluss heißt Jabbok übersetzt. Ein Nebenfluss des Jordans, der eine tiefe Kerbe durchs Land gegraben hat. Einen tiefen Spalt hat Jakob zwischen sich und seinem Bruder getrieben. Für ihn gibt es jetzt nur noch eine schmale Furt, um ans andere Ufer zu gelangen. Und auf der anderen Seite wartet sein Bruder Esau, bewaffnet und zu allem entschlossen. Wird ihn seine Gewieftheit retten? Es geht ums Ganze. Jakob bietet alles auf, was er hat. In kleinen Trupps schickt er zuerst sein Vieh und dann seine Familie durch die seichte Stelle des Flusses. Jakobs Besitz, jetzt ein Geschenk für dich, Esau, von deinem Knecht. Jakob selbst bleibt zurück. Feigheit oder Berechnung?
die sozialen Kontakte so weit wie möglich zurückfahren, damit die Ansteckungen sich verlangsamen und so Krankenhäuser nicht überlastet werden und Schwerkranke weiterhin geholfen werden kann. Das ist augenscheinlich der einzige Weg heraus aus der Corona-Krise. Eng verbunden mit der Infektion ist eine Wirtschafts- und Währungskrise. In immer neuen Anläufen versucht man, einen wirtschaftlichen Kollaps zu verhindern oder zumindest abzumildern. Und dann kommt es zum Kampf zwischen Jakob und einem Mann. Mehr erfahren wir über die Person nicht. Jakob, Jabok, das Ringen mit dem Mann und das Verdrehen der Hüfte. Im Hebräischen bestehen alle vier Worte aus den gleichen drei Konsonanten. Ohne die Vokale, die hilfsweise dem Text zugefügt werden, ein wildes Durcheinander. So wie dieser Kampf. Jakob weiß nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Das Gelenk ausgekugelt zu bekommen, ist sehr schmerzhaft. Plötzlich war er da, der unbekannte Gegner, den die Welt so nicht auf dem Schirm hatte. Lange Zeit noch dachte die Weltgesundheitsorganisation, dass sich Covid-19 nicht über die Grenzen Chinas verbreiten würde. Über einen langen Zeitraum konnten Menschen selbst aus den Hochinfektionsgebieten in Europa einreisen. Die Gefahr wurde lange Zeit nicht erkannt. Oder Verantwortliche wollten sie einfach nicht wahrhaben. Jetzt ringen wir mit dem Virus. Und wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht. Eins ist uns, glaube ich, allen klar. Ohne größere Blessuren werden wir nicht aus dieser Krise gehen. Aber noch sind wir ja mitten im Kampf. Wir ringen wie Jakob mit einem Gegner, von dem wir bisher wenig wussten. Aber Jakob lässt nicht los. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob ringt und kämpft, ihm wird das Hüftgelenk ausgekugelt, aber er hält fest, gibt nicht auf. Jakob kämpft weiter, lässt nicht los. Er will unbedingt den Segen. Er möchte, dass das Leben für ihn gut weitergeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spüre, wie mich die Ereignisse müde machen. Am liebsten möchte ich manchmal einfach den Kopf in den Sand stecken. Nichts mehr von dem Ganzen hören und sehen. Jakob kämpft mit Menschen und mit Gott. Und er ist nicht der Einzige in der Bibel. Die Bibel ist voll von kämpferischen Frauen und Männern. So wie Gott bei den Propheten um sein Volk ringt, so kämpfen in den Psalmen die Menschen mit Gott. Beide ringen miteinander, ein wildes Durcheinander, und beide geben sich nicht auf, lassen voneinander nicht los. Segen. Irgendeinen Lichtblick, das bräuchten wir jetzt. Wenn die Zahl der Neuinfizierten nicht mehr so rasant stiege, sich ein Impfstoff oder zumindest ein Heilmittel fände, das wäre so ein Lichtblick. Aber, und das lerne ich eben bei Jakob, manchmal müssen wir um den Segen ringen. Es fällt uns nicht einfach so in die Hände. Wenn es Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid in der Welt? Eine Erfahrung, die ich sehr schnell im Studium machte. Sobald Menschen erfuhren, dass ich Theologie studierte, sollte ich in Rede und Antwort stehen zu den großen Fragen des Lebens. Meistens kamen die Fragen beim dritten, vierten Bier
oder in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen. Die Fragenden waren neugierig, was ich antwortete. Aber in der Regel waren es eben keine Fragen, die die Menschen wirklich umtrieben, die sie nicht mehr losließen. Sie rangen nicht mit den Problemen, sondern sie sahen sich eher als Zuschauer. Jakob dagegen ist mitten im Getümmel. Es geht um sein Leben. Die großen Fragen des Lebens haben eine andere Dimension, je nachdem, ob ich sie aus der Position eines Zuschauenden stelle oder ob sie mich existenziell betreffen. Auf den ersten Blick ist die Frage nach Jakobs Name unverständlich. Warum will der Unbekannte dies wissen? Jakob heißt übersetzt Betrüger. Indem Jakob seinen Namen nennt, muss er sich eingestehen, ich habe mich in meinem Leben verrannt. Als listig und klug habe ich mich gesehen. Jetzt muss ich eingestehen, ich bin ein Betrüger. Schon damals hat mich mein erblindeter Vater gefragt, wer bist du? Damals begann das Lügen. Ich gab mich für meinen älteren Bruder aus. Damit hat alles begonnen. Die böse Tat hat mich jetzt viele, viele Jahre später eingeholt. Aber ich bin bereit, mich meiner Vergangenheit zu stellen. Ja, ich bin Jakob, der Betrüger. Ist der Coronavirus nur eine Naturkatastrophe, der wir hilflos gegenüberstehen? Oder verweist der Virus uns auf ein Problem, das wir bisher nicht wahrnehmen und wahrhaben wollten? Einige werden sagen, jetzt ist der falsche Augenblick, um Kritik zu üben oder Kritik an sich heranzulassen. Jetzt heißt es, nach vorne zu schauen. Aber vielleicht ist das ja gar kein Gegensatz. Vielleicht braucht es zum befreiten nach vorne schauen eine kritische Analyse und das Eingeständnis, sich verrannt zu haben. Jakob erhält einen neuen Namen, Israel, einer, der mit Gott und mit Menschen kämpft und nicht aufgibt. Gerne wüsste Jakob, mit wem er es in diesem Augenblick zu tun hat. Statt einer Antwort erhält er einen Segen. Und wir sehen ihn hinkend in den Morgen gehen. Vorher nennt er den Ort Pnuel, Angesicht Gottes. Jakob, der jetzt Israel heißt, Gotteskämpfer, macht sich seinen eigenen Reim auf die Begegnung. Von Angesicht zu Angesicht habe ich Gott gegenübergestanden und doch lebe ich. Jakob schleppt sich vom Kampfplatz und es geht ihm die Sonne auf. Es heißt nicht einfach, es geht die Sonne auf, sondern es geht ihm die Sonne auf. Jakob geht ein Licht auf. So lange hatte er für den Segen gekämpft, andere betrogen. Jetzt erhält er ihn nicht durch Betrügereien, sondern geschenkt. Das Leben bleibt Jakob erhalten. Er erfährt Segen, eine Kraft, die sein Leben zum Guten verändert. Und doch ist er hinkend. So manches Mal wird in Zukunft ihm die Hüfte schmerzen. Für sein weiteres Leben wird er immer wieder an dieses Ereignis erinnert. Ohne Blessuren geht es nicht. Diese Erfahrung macht nicht nur Jakob. Und doch bin ich gesegnet. Vor kurzem hörte ich, dieses Ereignis ist ein Epocheneinschnitt. Noch in vielen Jahren werden wir uns an diese Zeit nicht nur erinnern, sie wird unser Leben verändern. Worin dieses Hinken für unsere Gesellschaft und für die Welt bestehen wird, wissen wir heute noch nicht. Wir können Gott nur wie Jakob darum bitten, dass er uns segnet. Uns eine Perspektive für die Zukunft schenkt.
Was für ein Segen, wenn wir in diesen Tagen lernten, stärker aufeinander Acht zu geben. Wenn so aus Sorge Fürsorge wird und dies die Krise überdauert. Am Ende versöhnen sich die beiden ungleichen Brüder. Eine Geschichte voller Drehungen und Verknotungen. Aber über den Spaltfluss kann man kommen. Was bleibt? Was können wir mitnehmen für unser eigenes Leben? Ringen wir um den Segen? Hängen wir Gott im Ohr mit dem, was uns in diesen Tagen auf dem Herzen liegt? Bitten wir Gott um seine Gnade und Liebe, seine verändernde Kraft. Amen. Wir bitten dich für uns alle, die wir unter der Unsicherheit dieser Tage leiden. Gib, dass dein Zuspruch uns erreicht.
Lass uns wissen, dass du in Treue zu uns stehst. Wir bitten dich für alle, die Angst um ihr Leben haben, weil sie wegen Alter oder aus gesundheitlichen Gründen zur Risikogruppe gezählt werden. Wir bitten dich für alle Menschen in den pflegenden Berufen, die in diesen Tagen vor besonderen Herausforderungen stehen. Gib ihnen Kraft, diese schwere Zeit durchzustehen, Mut und Vertrauen, damit sie ihren Dienst für uns durchführen können. Ermutige sie weiter zu kämpfen und nicht zu resignieren vor der Macht dieser Krankheit. Wir bitten dich für alle, die jetzt schon in vielen Ländern durch Covid-19 tiefes Leid erfahren haben, für die Menschen, die um ihr Leben kämpfen und die Angehörigen, die mit ihnen bangen, für die vielen, die um ihre verstorbenen Freunde und Verwandte trauern. Wir bitten dich für uns alle, dass wir nicht mutlos werden, sondern jede und jeder an ihrem und seinem Ort das tut, was möglich ist. Stärke die Gemeinschaft und Solidarität unter den Menschen, die Hilfsbereitschaft und Fürsorge. Dir vertrauen wir uns an, Gott, der du uns in deinem Sohn Jesus Christus so nahe gekommen bist, der du durch deinen Geist unsere Herzen erreichst. In der Stille sagen wir dir, was uns in diesem Augenblick besonders bewegt. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
zuspreche, möchte ich euch ein Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer weitergeben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Geht mit dem Segen des Herrn in den Tag und in die Woche. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.